Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Star Wars The Old Republic. Wir befinden uns immer noch auf Makeb, das werden wir jetzt aber ändern. Wir werden einmal zum Raumschiff reisen und dann uns einmal aufmachen auf dem Planeten Nar Shaddaa. Dort wollen wir nochmal ein paar unserer Marken abgeben. Da kratzen wir nämlich gerade so ein bisschen am Limit. 200 Marken ungefähr können wir im Inventar haben. Und das Limit haben wir so gut wie erreicht. Deswegen wollen wir die jetzt mal loswerden. So, wo haben wir denn Nar Shaddaa überhaupt? Da ist es. So, wir reisen hin und schauen uns gleich auch mal hier die Post an, die wir bekommen haben von Jessa. Eure Frau zu sein ist so aufregend, mein Sith Lord. Aber was ist eine Hochzeit wert, wenn ich sie nicht meinen Feinden unter die Nase reiben kann? Ich konnte nicht widerstehen und habe dem Haus Organa eine Mitteilung über unsere Vereinigung zukommen lassen, genauso wie dem Hohen Rat der Jedi. Das Haus Organa war nicht sehr erfreut, doch die Reaktion war noch milde im Vergleich zu dem, was der Jedi-Rat von sich gab. Stellt euch nur vor, der dort so geschätzte Padawan ist jetzt die Frau des mächtigen Sith der gesamten Galaxis. Schade, dass No Man's Car nicht zur Feier erscheinen konnte. Wenn ich ein Jedi geblieben wäre, hätte ich auf all diese Annehmlichkeiten verzichten müssen. Ich danke euch, mein Sith Lord, mein Ehemann. Ja, kriegen hier ein imperiales Erinnerungsstück als Geschenk. Werden wir für eine der Gefährten auf jeden Fall nutzen können. So, wir reisen nach Nar Shaddaa. Und dann werden wir uns gleich mal so einen erheblichen Rufschub auch gönnen. Dann können wir nämlich mal sehen, was das bringt. Und allgemein fürs Questen auf Markeb ist das eigentlich auch nicht verkehrt. Dort können wir nämlich random auch mal so eine Ruffragmente finden. Allerdings haben wir immer nur so ein wöchentliches Limit, was wir an Ruf zugewinnen können. Das macht das Ganze dann halt, ja, längerfristig. Genug herumgehangen. Ja, Gefährten können Missionen ausführen oder Gegenstände für uns herstellen, während wir offline sind. Das kennen wir auch schon, den Tipp. Einmal zum Raumhafen und dann nutzen wir mal die Schnellreise, würde ich sagen. Wenn es denn schon funktioniert. Noch nicht ganz. Wir müssen hier erstmal raus. So, und jetzt können wir die Schnellreise nutzen. Wir wollen ja einmal zur Promenade. So schnell stirbt man nicht. Genau, und von hier aus können wir dann in die untere Promenade. Da steht der Rufhändler, wo wir die Marken abgeben können. Machen wir nicht das erste Mal. So, nur mal kurz orientieren. Nee, hier hinten müssen wir hin, ne? Genau, hier war da. So, wir testen einmal. Ich würde einmal welche abgeben. So, Unterweltsyndikatspläne abgeben. Achso, wir können auch direkt 100 abgeben. Ja gut, dann aktivieren wir doch erstmal das. Ich wollte jetzt einmal gucken, was wir an Ruf dazu gewinnen. Okay, hier steht es ja, glaube ich, sonst auch. 15 Rufschubladungen. Jede benutzte Ruftrophäe verbraucht eine Ladung und wir bekommen 50% mehr.
Ja, müssen wir mal gucken. Patuga wata kiku uba kili wata bonkidonko. Wanta humpa muli rava fopa jigmampa wula. So, wir geben einfach mal 100 ab. Können wir nochmal 100? Nee, schade. Aber 20 können wir ein paar Mal machen. So, das war's schon. 10 können wir auch nicht. 5 können wir nochmal. Und hier ein. Alles klar. Das wäre erstmal alles. So, dann aktivieren wir die mal. Ja, 500 Ruf bekommen wir eigentlich, 1113 haben wir jetzt bekommen. Und das Ganze wird hier reduziert dadurch, wenn wir die verwenden, seht ihr schon. Wir haben einen neuen Vermächtnistitel freigeschaltet und den Rang Neuling erreicht. So, und da haben wir schon die wöchentliche Obergrenze für diesen Ruf erreicht. Schade. Gut, dann lassen wir hier unten mal die Ruffragmente. Den können wir dann hier auch nochmal runterlegen. Die Creditkisten können wir öffnen. Und dann machen wir uns zurück auf den Weg nach Markham. Ja, das ist immer mal ganz wichtig, dass man hier die Marken auch wieder abgibt. Sonst läuft man halt, wie schon gesagt, Gefahr, dass man nachher am Limit kratzt und keine weiteren aufnehmen kann. Das wäre halt schade. Willkommen zurück. Ich habe gerade einen neuen Ernährungsplan zusammengestellt, der Ihnen gefallen sollte. Ja, immer dieses Hin- und Her-Gereise hier mit dem Raumschiff. Dann halten wir jetzt auch nochmal Ausschau nach den Heldenquest. Die wollen wir ja natürlich auch wieder annehmen. Jetzt habe ich was gut. Markep, Urlaubsort. Da haben wir es schon. 3 Heldenquests sind das. Und das andere ist für einen Raid. Ja, den machen wir nicht. Hier, Gravitationsanker, Verladering. Da müssen wir eh hin, um jetzt nochmal hier mit Katania zu sprechen. Die wartet hier schon auf uns. Ja, was haben wir denn hier? Schönes, ein Wissensobjekt über den Gravitationsanker. Das nehmen wir natürlich mal mit. Und rauf zum Andockring. Wir brauchen topografische Scans, Satellitenbilder, irgendwas. Mächtiger Zorn. In Ordnung. Willkommen zurück. Wir wissen aus Hesks Daten, wo das Isotop 5 gelagert wird. Die schlechte Nachricht, dorthin zu kommen ist ein Problem. Die gute Nachricht, Markep wird so schnell nicht explodieren. Also, warum die Eile? Wo ist das Isotop 5? Sagt mir, wo sich der Vorrat befindet. Ich will so schnell wie möglich aufbrechen. Die Hutten bewahren das Isotop 5 in Festung 1 auf. Einem gewaltigen Tresor, den die Regierung als Markeps Schatzkammer gebaut hat. Ein Eingang, undurchdringliche Mauern, 6 Sicherheitsebenen. 6, plus einen Prototyp, den die Hutten gebaut haben. Eine Art Droide, der von Isotop 5 angetrieben wird. Noch im Anfangsstadium. Wir brauchen Zeit, um zu planen. Ich habe keine Zeit. Ich kam aus einem einzigen Grund auf diesen verlassenen Planeten. Und immer wieder muss ich hören, wir seien nicht bereit. Keine Warnungen mehr. Ihr seid nicht unersetzlich. Ich würde für das Imperium sterben. Schlagt jetzt zu, und die Hutten werden mit aller Kraft über uns herfallen. Eure Macht ist überlegen, doch es wird unmöglich sein, das Isotop von dieser Welt zu bringen. Wenn die Hutten jedoch abgelenkt sind, können sie nichts tun. Spielt die Söldner-Nachricht ab. Kommando der interstellaren Regulatoren an den Archon. Die Zivilisten werden unruhig, mussten heute einen Aufstand unterbinden. Und wenn die Republik involviert ist, wird es noch schlimmer. Wir rücken mit den Schwebepanzern in die Siedlungen vor.
Das hält sie unter Kontrolle. Und wenn es sein muss, reißen wir Straßenzüge nieder. Stellt euch eine weltweite Revolte vor. Wenn sie sich vollständig auf die Zivilbevölkerung konzentrieren, können die Hutten es sich nicht erlauben, gegen uns vorzugehen. Wir müssen das Volk entfesseln. Wenn die Söldner die Zivilbevölkerung in Schach halten, müssen wir uns die Söldner vornehmen. In der Nachricht ging es um Schwebepanzer. Schwebepanzer sind die Vorhut der Söldnerarmee. Gepanzert und äußerst mächtig. Wenn ihr sie zerstört, könnte das Volk aufbegehren. Wie wäre es mit Propaganda? Könnten wir sie mit einer Nachricht irgendwie anstacheln? Belügt sie und verwirrt sie. Erzählt ihnen von den Abscheulichkeiten der Söldner und dass die Republik einen Pakt mit den Hutten eingegangen ist. Flößt ihnen Angst ein. Es wird geschehen. Wenn ihr die Schwebepanzer zerstören könnt, halte ich euch über den Lauf der Revolution auf dem neuesten Stand. Ihr zieht noch heute gegen die Hutten in den Krieg. Es wird eine Ehre sein, das zu beobachten. Okay, auch hier bekommen wir nochmal Ruf extra natürlich. Wir haben trotzdem hier noch 9 Fragmente. Ich hoffe, die lohnen sich. 400 Rufpunkte haben wir hier bekommen. So, und wir sollen die Söldner Schwebepanzer zerstören. Ihr habt's gehört. Machen wir uns mal auf den Weg. So, der Captain Hunter hier hat auch noch eine Quest für uns. Ja, Sir. Wir haben die Sicherheitscodes gründlich überprüft. Es ist Schleicher. Verdammt! Wie konnte dieser alte Narr das geschehen lassen? Das ist das Letzte, was wir brauchen. Oh, entschuldigt, mein Sith Lord. Wir haben es gerade nur mit einem kleinen Problem hinsichtlich der Sicherheit in einer unserer Siedlungen zu tun. Sicher nichts, worüber ihr euch Sorgen machen müsstet. Ein Katasoldat? Ich wusste nicht, dass Mitglieder eurer Spezies dem Militär dienen. Ja, kürzliche Ereignisse haben dafür gesorgt, dass sich mehr Fremdlinge verpflichten können, solange unsere Loyalität außer Frage steht. Hoffentlich können wir dazu beitragen, dass andere ebenfalls eine Chance erhalten. Es geht um einen Geheimdienstagenten außer Dienst, Deckname Schleicher. Er lebt schon seit Jahren auf Makeb, also haben wir ihn reaktiviert, als wir angekommen sind. Die Informationen, die er uns geliefert hat, waren entscheidend für unsere Operation, aber die Hutten haben Wind bekommen. Söldner sind ihm in diesem Moment auf den Fersen. Sein Tod ist die beste Option. Wenn dieser Spion was drauf hat, sollte er wissen, dass er sich besser nicht lebend gefangen nehmen lässt. Schleicher war bis jetzt ein verlässlicher Mann, aber er war lange außer Dienst. Wir wissen nicht, ob er immer noch ergeben ist. Die Hutten blockieren leider Schleichers Standardfrequenz, also wissen wir nicht, wo er sich versteckt. Die Söldner benutzen spezielle Bioscanner, um ihn aufzuspüren. Sie orten Haare, Hautzellen und so weiter. Wenn ihr euch einen dieser Scanner organisiert, könnt ihr es ihnen gleich tun. Ausgezeichnet. Wir holen uns, was wir brauchen und schalten gleichzeitig die Konkurrenz aus. Ich bin sicher, dass sie euch nicht gewachsen sind. Und was Schleicher angeht, ob ihr ihn zurückbringt oder neutralisiert, diese Entscheidung liegt ganz bei euch. Sehr gut. Gebt mir die letzte bekannte Position der Söldner. Dann können wir anfangen. Gute Jagd. Das ist mal ein tiefer Fall. Zeige alle autorisierten Ziele. So, hier haben wir schon mal eine Heldenquest, Leute. Wir machen aber erstmal hier weiter. Ich glaube, dass wir da noch früh genug hinkommen. So, was haben wir denn hier Schönes? GSI-Satelliten-Unterstützungsterminal. So, hier vorne haben wir nochmal eine Quest, die wir annehmen können. Missionsunterstützung im Auftrag des Imperialen Kommandos. Nachricht lautet, ein imperialer Suchtdroide hat Agenten identifiziert, die bei der Besetzung der Westwassersiedlungen durch die interstellaren Regulatoren eine wichtige Rolle spielen. Wenn diese Agenten beseitigt würden, hätten die Bewohner bessere Chancen, erfolgreich gegen die Regulatoren aufzubegehren, was wiederum günstig für uns wäre, für das Imperium. Ja, besiege die schweren Regulatoren-Feldunterstützung. Das machen wir mal. Beschaffe einen Bioscanner, da müssen wir dahin. Wir gehen erstmal hier runter.
Okay, hier haben wir schon die Schwebepanzer. Erbärmliche Majestät. Ich werde das Schlachtfeld mit ihren Trümmern bedecken. Schauen wir mal, dass wir den ersten schon mal zerstören. Ja. Und wieder rauf. So, das war einer der ersten Panzer hier. Haben sie schon cool gemacht, finde ich. So, gucken wir aber auch mal, ob es hier eine Bonusmission vielleicht gibt für uns. So, medizinischen Scan unterbrechen wir mal. Ja, natürlich gibt es eine. Regulatoren Streitkräfte. Ja, müssen wir mal gucken. Und vor allen Dingen hier, welche von den Schweren sollen wir auch erledigen? Für Chancenausgleich. Das wird wehtun. Sehr schön. Da haben wir die Quest abgeschlossen. So, wir wollen die Bonusmission aber auch noch machen. Hier hinten können wir mal kurz reinlaufen und den Bereich entdecken. Die Kindlo-Plantage. Okay, es geht hier oben auch noch weiter. Okay, hier haben wir noch mal ein, zwei Panzer. Sehr schön. Vielleicht sollen wir die Verteidigungssysteme auch mal unterbrechen, wenn er das castet. So, das war der zweite Schwebepanzer. Wir haben aber noch vier Gegner für die Bonusmission. Gucken wir mal hier kurz rein. Jo, das sieht gut aus. Westwasser halten. Was haben wir da bekommen? Du hast 50 Gegner bei den Westwassersiedlungen auf Marquette besiegt. Schön. So, einen Gegner brauchen wir noch. Würde ich gerne vor dem dritten Panzer machen. Nehmen wir mal hier die Türme. Ja, danke. Und da haben wir es auch schon. So, ich glaube, rein brauchen wir hier nicht unbedingt. Dann kümmern wir uns mal um den dritten Panzer. So, jetzt versuchen wir die Verteidigungssysteme mal zu unterbrechen. Und wir gucken mal, ob vielleicht hier das Würgen
auch unterbricht. Nee, natürlich nicht. Aber so können wir zumindest gleich wieder ranspringen. Schade, dass niemand da drin war. Eine Frau. So, sichere ein Holoterminal. Ja, da können wir ruhig hier weiterlaufen. Und dann vielleicht hier gleich in dem Bereich weitergehen. Hier vorne müsste ein Holoterminal sein, da ist eins. Ja. Die Schwebepanzer wurden zerstört und die Söldner wurden abgezogen. Mein Sith Lord. Wir haben die Flucht des Feindes beobachtet. Überall auf dem Planeten sind Aufstände ausgebrochen. Die Hutten haben soeben die Exekution aller Zivilisten autorisiert, die sich nicht ausweisen können. Die Söldner verlangen mehr Lohn. Die Söldner machen mich krank. Was für Leute terrorisieren und töten gegen Bezahlung Unschuldige. Blut für die Heimat oder für eine Überzeugung zu vergießen, ist ehrenhaft. Hier gibt es keine Ehre. Da ist noch etwas. Ein Teil der zivilen Führung scheint noch nicht gewillt, die Gelegenheit zu nutzen, jetzt zuzuschlagen. Ich glaube, sie verstecken sich und gruppieren sich neu. Aber wenn wir das Isotop 5 stehlen wollen, müssen die zivilen Anführer eine vollständige Revolte organisieren. Wenn ich ein Treffen arrangiere, könnt ihr sie dann dazu bringen? Meine Verhandlungen werden blutig. Wenn mir die Geduld ausgeht, werden Leute sterben. Wird das ausreichen? Wäre möglich. Das liegt wirklich nur an euch. Es gibt einen Mann namens Paulus Avesta, der Einfluss auf die Rebellen hat. Er hat sich auf einer alten Plantage verschanzt. Der halbe Planet befindet sich bereits in Aufruhr. Wenn ihr Avesta für euch gewinnen könnt, wird er dafür sorgen, dass alle in die richtige Richtung marschieren. Ja, den holen wir uns. So, und der Weg führt uns dann nämlich hier, nee, gar nicht wahr, hier runter zu der Plantage. Aber erstmal gucken wir hier vorbei, würde ich sagen, und holen uns mal so einen Bioscanner. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Lasst auch gerne mal ein Like oder Kommentar da. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin.